Und damit herzlich willkommen zurück bei Stardew Valley. Wir haben ganz schön was vor. Wir wollen nämlich ein bisschen was anbauen. Wir wollen in die Eintrittskarte benutzen, die wir das letzte Mal gesehen haben. Und ich wollte noch zwei, drei andere Sachen versuchen. Es hört mal wieder auf zu regnen. Wer hätte das gedacht? Ist ja nun auch schon das vierte Tag in Folge. Der pennt schon wieder. Ja, manchmal findet man Inspiration in den komischsten, also an den komischsten Orten. Oh. So. Die kommt dann nahe. Und die hier. Sortieren. Ich sagte sortieren. Ich sagte sortieren. Danke. Der Bait kommt immer erst ein bisschen später, deswegen kümmere ich mich erst ums Eingelegte und um die Eier. Und um den Käse. Und um den Stoff. Und um die Blaubeeren. Und den Hopfen schon wieder. Der wächst übrigens tatsächlich täglich. Also aus irgendwelchen Gründen wächst er dann immer schneller. Nichts mit einer Mod zu tun, ist tatsächlich so. Hier holen wir uns wieder ungefähr 300. Na komm. Noch mehr. 250 werden pro Feld. Ja, werden es aber nicht. Aber so gut wie 150. Bisschen größer gebaut, ein Sprinkler mehr, obwohl da wäre es ja asymmetrisch. Damit fangen wir gar nicht erst an. Ach ja, könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Knochenarbeit ist? Huch. Auch so Weinlesehelfer oder sowas. Ich kenne jemanden, der hat das immer mal wieder gemacht, um sich ein paar Mark dazu zu verdienen. So Weinlesehelfer. Helfer. Weinlesehelfer. Nee, Weinlesehelfer. Und Alter, eine Knochenkleche. Wen ja das Heben, aber halt die ganze Zeit dieses Bücken und in Korb und hoch und runter und am Berghang, logischerweise, weil es ein Wein. Wein wächst am Berg. Und die ganze Zeit gegen diesen Berg ankämpfen. Entweder bist du am nicht runterfallen oder bist am Hochkraxeln. Ah. Und dafür, ja, kriegst du Flaschen Wein vom Vorjahr oder so und ein bisschen was zu essen. Wenn du Glück hast, wirst du dafür bezahlt. Ja. Wer weiß das schon? So. Poppeldi-pop, poppeldi. Oh. Da pflanzt sich aber nichts mehr an. Das lohnt sich nicht. Und hier auch nicht. Huch. Das scheppert's. So was hier machen heutzutage alles Maschinen, ne? Aber puh, es gibt noch so viel manuelle Arbeit in der, sagen wir mal, Feldwirtschaft. Wenn es bloß das Warten der ganzen Maschinen ist und das Vorbereiten und das Pläne machen und alleine die Entscheidung, wann ernte ich, warte ich noch einen Tag oder warte ich nicht, ist ja alles nicht in Stein gemeißelt. Kommt ja aufs Wetter an, was du hattest und auf, was du anbaust oder was du erreichen willst. Vielleicht hast, macht dir das Wetter einen Strich durch die Rechnung und schon stehst du da im Regen und erntest dein Zeug, genau wie ich. Der ist noch nicht. Huch, huch. Naja, wir gucken mal erstmal schnell hier rein. Ja. Dann nehmen wir schnell hier runter. Hopp. So, ein Schaf, zwei Schafe. Ein Schwein und eine braune Kuh. Zwei Ziegen. Und zwei weiße Kühe. Haben wir alles, okay. Lass mich an deinem Ditt ziehen. So. Oh, die hat nicht. Die hat gestern gehabt. Dann dürfte die logischerweise auch nicht haben. Du dürftest aber haben. Und du natürlich auch. So, dann setzen wir da draußen doch zwei, dreimal rein. Hier ein bisschen was nachwachsen kann. So, ach so, ja, Huhn, Schaf, ein Schaf. Das ist ein Hase, Mensch, ein Hase. Schaf. Wolle ist okay. Okay, damit haben wir uns um die Tiere alle gekümmert.
Muss ja auch mal gemacht werden. Das ist alles zu. Das passt. Darum kümmere ich mich gleich. Na. Klock, 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 klock. Echt ein paar weniger Türen an der Stelle hätten es. Ein paar weniger Türen an der Stelle hätten es vielleicht auch getan. Mein ja nur. Hier kann ich noch nicht wieder. Ich habe noch 747 Pieces, das passt. Boah, ich bin nicht echt so voll. Okay, dann kann ich das jetzt noch nicht machen. Gehe ich unten rum. Ein bisschen den Wald angucken. Und wie es da gelaufen ist. Der wächst schön. Wie sieht es hier drüben aus? Ich glaube, der ist einen Tag alt. Kann doch nicht viel sein. Ich mach gleich noch die. Achso, kann ich nicht, weil ich voll bin. Kann ich nicht, weil ich voll bin. Kann ich alles nicht, weil ich voll bin. Weg, 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 weg. Okay, das wäre zumindest das. Dann holen wir Battery Packs, in der Hoffnung, dass wir nochmal eine zweite Portion kriegen. Dann holen wir. Was zum Einlegen. Dann holen wir den Bait ab. Wie gesagt, ausgesät wird nichts mehr, das lohnt sich nicht. So, dann hole ich hier die Früchte. Früchte. Alleine schon das. Also heutzutage gibt es ja so Baumrüttelmaschinen, aber die müssen halt auch alle angebracht werden und richtig positioniert und bla bla bla. Und dann sitzen eigentlich wie bei relativ vielen Erntemaschinen hinten doch noch Personen drauf, die dann die guten und die schlechten Früchte trennen. Die liegen die ganze Zeit auf so Maschinen, gell? Nein, was tut er denn? Die liegen die ganze Zeit auf diesen Maschinen. Gucken quasi die ganze Zeit nach unten. Und werden dabei durch die Gegend gefahren. Und sehen Erdbeeren, Erdbeeren, Erdbeeren. Oder keine Ahnung. Spargel erntet man, glaube ich, nicht so. Da gibt es, glaube ich, so eine Art Maschine, die das durchfährt. Auch da gibt es irgendwo noch mal eine Personenkontrolle. Mein, so Bandarbeit. Boah, furchtbar. Wäre überhaupt nichts für mich. Ja. Irgendwo stehen und immer das Gleiche. So. Gehe ich mal noch ein bisschen was verarbeiten hier. Eier. Wir machen es anders. Ich bringe das mal weg. Ich habe so viel Zeug schon wieder bei mir. Batteriepacks kommen hier rein. Zack. Da sind schon wieder welche. So, dann gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Das ist die Fruchtkiste. Früchte habe ich gerade. Blueberries, Pfirsiche. Die hat hier einfach nichts verloren. Das ist gar nicht die Fruchtkiste. Papp. 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 Das ist die Fruchtkiste. Und hier müsste jetzt der ganze andere Kladderadatsch reinpassen. Passt. Das kommt weg. Du kommst in die Fischkiste. Du kommst in die Fischkiste. Du kommst hoch. Du kommst quasi in den Recyclomat. Sonstiger Müll kommt da rein. Okay. Dann guck mal ganz kurz, was das für Wein war. Orange. Ja, habe ich schon 10. Also der fliegt auch weg. Dann fliegen natürlich nochmal die Battery Packs weg. 45 habe ich davon mittlerweile. Und dann statten wir uns hier oben aus und gucken, dass wir hier noch ein bisschen was loskriegen. Eine Wolle. Ein Ei. Noch ein Ei. Noch ein Ei. Noch ein Ei. Jede Menge Milch. Soll jetzt nicht den Milchautomat gießen. Die Milch brauche ich noch. Die Wolle brauche ich noch. Um das hier wieder ideal auslasten zu können. Und der Rest wandert hier rein.
Dann habe ich noch so einen komischen Baumsaft. Der kommt hier rein. Jetzt schon wieder genug für 9 Fässer, aber irgendwas fehlt doch bestimmt. Holz habe ich noch ein bisschen. Eisen habe ich noch ein bisschen. Ich setze mal noch eine Fuhre Kupfer an. Na. Was sagt die Uhr? 3 Uhr schon. Das wird knappig mit dem, was ich heute vorhatte. Ich glaube, die ist schon weg, oder? Ich gucke gleich mal. Sofort auf dem Weg. Na komm. So, gucken wir mal, ob die Dame schon weg ist. Ansonsten habe ich Pech. Weiß nicht, wann die Feierabend macht. Auch ist sie da. Auf geht's, kurz vor Feierabend nochmal. 500 Gold für den Bus. Alter Schwede. Sim. Keine Früchte, nix hier. Hast du was? Eigentlich nicht. Ich will eigentlich hier hinter zu dem Kollegen. Oh, oh, ist das eine Clubkarte? Ja. Du darfst eintreten. Casino. Was ist das hier? Lila Lollibärchen. Also ein bisschen Statistikzeug. 344.000 Schritte, 43 Geschenke, 166 Tage, Dirt Hold, Items Crafted, Items Cooked, Recycled, Slain, Lines Cast. Lines Cast? Das klingt irgendwie illegal. Seeds Sawn. Items shipped, okay. Was bist du für einer? Ah, du bist Master Key. Ja, schön, dich endlich kennenzulernen. Willkommen in meinem Clubhaus. Du hast den Funken. Und deswegen habe ich dich rausgesucht. Also, erwählt eigentlich eher. Welchen Funken, fragst du dich? Nun, mit dieser... Du bist dieser... Conduit ist ja quasi etwas, was etwas leitet. Wie nennt man das denn im Deutschen? Der Träger, der Auserwählte halt quasi. Leute wie uns haben die Verantwortung, die Welt am Leben zu erhalten und den Menschen quasi das Extraordinäre, also das Außergewöhnliche zu bieten. Also du weißt schon. Die Schüssel ist wie so eine Welt aus Reis, genau. Die Welt ist wie eine Schüssel voll Reis. Das hat zwar so Substanz, aber naja, es ist halt nicht wirklich viel wert, wenn man nicht obendrauf was richtig Leckeres packt. Und da kommen wir halt ins Spiel. Und, hast du dich nie gefragt, wer diese ganzen Schatzkisten, in den Minenschacht packt? Mhm. Der hat immer noch was. Du wirst es irgendwann mal verstehen. Gib einfach dein Bestes. Bei Q-Coins. Bei 100 Q-Coins für 1000 Gs. Ja. Aha, das sind Q-Coins. Was bist du? Psst. Ich hab da eine Statue des endlosen Glücks. Ach, das ist die, die ich kaufen will für 1 Million. Später. Jetzt bist du hier. Okay, das ist Woollybeck. It's not my lucky tray. I drank too much. Da siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin. The 1000 Coin Bet. Da weiß ich aber nicht, was hier gespielt wird. Ah, hier kann ich Zeug kaufen für diese Q-Points. Magneten, Warp Totem to Farm. Consumed on Use, ja. Wir gucken mal. Das sind Slot Machines. Das sieht aus wie Poker. Calico Check. Rules. Too close to eine. Ah, das ist Blackjack. Okay, das ist Blackjack.
Das sind meine Statistics. Wer bist du? Mit dir kann ich nicht reden. Dann ist das hier unten eventuell Poker. Gehen wir in so eine Slot-Machine. Bet 10, Bet 100. Go! Glücksspiel hier. Legales Glücksspiel. Ich verzock mal die 100 Dinger hier. Wieder nix. Ah, ganz knapp. Alter. Na, wieder nicht. War ja klar. Gar nix. Komm, bei 10 Versuchen muss da mal was drin sein. Ach, wieder nix. Wieder nix. Wieder nix. Sehr gut. Ach, come on. Ich sollte vielleicht vorher gucken, ob mein Lucky Day ist. Also ich denke nicht, dass ich hier nochmal spielen werde. Ohne, dass mein Lucky Day ist. Lohnt sich einfach nicht. Aber das wäre also das Casino. Warum denn verbrannt? Warum verbrannt? Draußen regnet es und ich komme aus dem Casino. Meinst du, burn? Ich hätte schwören können, wir hätten ja drinnen gerade den Regensound gehabt. Was natürlich totaler Bullshit wäre, mitten in der Wüste. Aber kann natürlich sein, dass das ein kleiner Bug ist. Will ich ja gar nicht unterstellen. So, ich gehe mal hier das ganze Holz. Oh, zweimal Würmer. Gehen wir noch ein bisschen Holz holen. Seeds. Golden Relic, okay. Ist wieder was zum Abgeben. Oh, das sieht ja süß aus, die Palme, wenn die gerade neu wächst. Sowas wäre ganz cool, eine Palme. Irgendwo, wo dann Kokosnüsse wachsen. So eine Art Farm-Extension raus in die Wüste, dass du da nochmal andere Früchte anbauen kannst. Wäre irgendwie cool. Weiß nicht, ich fände das irgendwie cool. Keine Ahnung, kannst du ja mit einem Minecart verbinden oder so? Dann kannst du hier draußen halt Kaktusfrüchte anpflanzen und Kokosnüsse und Kakteen, die du vielleicht zu Kakteensaft machen kannst. Obwohl, du kannst ja die Kaktusfrüchte zu Kakteensaft machen. Naja. Hier ist noch ein Bäumchen. Aber wir haben es noch nie erlebt, wenn es in der Wüste dunkel wurde, oder? Das sieht irgendwie cool aus. Und ich wünschte, man könnte sich setzen und einfach mal ein bisschen Zeit vergehen lassen. Weil es ja doch hin und wieder mal ganz wichtig ist, einfach mal ein bisschen abzuchillen und einfach mal fünfe gerade sein zu lassen. Da habe ich jetzt alles. Gut, dann fahre ich zurück. Ja, ja. Noch habe ich die Millionen nicht. Natürlich regnet es hier. Ich habe noch ein kleines bisschen Zeit in-game, oder? 8:40. Wenn ich schnell in die Mine fahre, oder schnell in die Quarry, hier einfach nichts finde, okay, und dann doch wieder in die Mine fahre, könnte ich noch mal ein bisschen Kohle holen. Pop. Mit ein bisschen Glück natürlich nur. Sonst holen wir nur Geodenkram. Oh, ich habe keine Waffe. Ganz kurz umrüsten hier. So. Hätten wir das. Ja, ich verbrauche jetzt bloß noch ein bisschen Zeit. Und wenn ich Glück habe, finde ich halt Kohle. Oder sammle genug Geoden, dass ich mal wieder hin kann zum Schmied für Geoden. Steine können auch nicht schaden. Wie die ganzen Zäune. Eisenerz, naja. Abenteurer-Gilde könnte ich irgendwann auch mal wieder gucken. Chance, dass wir da wieder was freigespielt haben, ist gar nicht mal so klein. Oh, ich muss das so machen wie früher, sonst wird das nix. Ich habe da einfach so Reflexe dann schon drin. Dass ich hier bestimmte Tasten drücke, wenn ich bestimmtes... Du sollst die doch nicht mit dem Zertifikat verprügeln. Obwohl das irgendwie witzig wäre. Nimmt mein altes Relikt. Ah.
ich wieder keinen Lucky Day. Ich gucke aber auch vorher nie. Eine Kohle. Das Area ist ein Festset. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass das auftritt, ne? In all der Zeit. Nein, hätte ich bloß den Slime-Charmers Ring dabei. Was habe ich denn gerade für ein... Vampiric geht auch. Way Down has appeared. Ja. Fühle ich leider eine Chance weniger für Kohle. Aber na gut, müssen wir durch. Oben ist noch ein bisschen Zeug. Steine noch. Weiß, ich brauche immer noch mal richtig Iridium. Das mache ich aber mal im Winter. Denke ich, dass ich da noch mal richtig auf Iridium-Tour farmen gehe. Und deswegen gehe ich jetzt Eisenerz farmen. Was brauche ich denn eigentlich noch für die Bomben? Die kosten nur Eisenerz und Kohle. Eine Kohle bloß? Das geht ja noch. Gehen wir echt noch ein bisschen Kohle farmen und dann passt das schon. Oder am besten noch ein bisschen Holz, da kann ich noch mehr ansetzen. Die Uhr 12 ist, na gut. Dann gehen wir nach Hause. 77, weil ich nicht bis vorlaufen will, laufe ich bis hier. Ab nach Hause. Zeit, denke ich, nochmal ideal genutzt. Würmer haben wir nirgendwo. Hier ist nochmal eine Lightning. Eine Battery Pack. Eine Battery Pack. Auch sehr schön. Achso, da unten habe ich auch angesetzt. Kupfer. Nehmen wir auch noch mit. Den Rest lasse ich jetzt erstmal, wo es ist. Okay. Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Das auch. Das da. Das da. Das da. Das da. Können wir unser Vorhaben gleich nochmal umsetzen. Holz. Da. Dann kommen Mixed Seeds. Geoden. Wir haben schon wieder ein paar. Ich könnte irgendwann mal echt wieder gehen. Dann haben wir noch, ups, Saplings und Winterfruit. Das Relikt lasse ich bei mir, das gebe ich dann mal morgen ab. Ne, dann haben wir noch Bedwings und Solar Essence. Passt so. Ab ins Bettchen. Morgen war das Wetter deutlich besser. Gibt es irgendwas Besonderes? Dance of the Moonlight Jellies gibt es bald. Und wir sind raus für heute. Alter, richtig Kohle nochmal gemacht. So geht es dann doch schnell Richtung Millionen. Achso, wir wollten ja wie immer gucken, ob irgendwie eine Zwischensequenz passiert. Das gucken wir jetzt immer noch. Nein, keine Zwischensequenz. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.